Servus Kameraden, willkommen zurück zu WT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge, Kalenderwoche 21 ist im Gang. Wir sind unterwegs mit Steiner EK12 vom Clan GKUH. Im M53, M55, Stufe 9 Artillerie der US-Amerikaner. Schaut euch mal das Battle War an. Übel, übel, übel. Wir haben 203 mm, 1050 Schaden, Durchschlagskraft 52. Jo, Stunt-Dauer mindestens 14, maximal 28 Sekunden. Und der gute Steiner EK12 fährt die Kiste mit Coca-Cola. Das heißt, verbesserte Ration, schneller einzielen, schneller nachladen, besser tarnen, ein bisschen besser aufklären, obwohl man das hier getrost außer Acht lassen kann. Denn punkto Aufklärung ist die Kiste eher ungeeignet. Wir haben einen Turm, der sich dreht, allerdings nicht komplett in alle Richtungen. Und wir haben eine richtig breite Feuerfront, beziehungsweise einen richtig breiten Richtbereich. Oh, da hauen wir gleich mal einen raus. Eine 549er Schelle an der Batsche 12 Tonnen. Na, Heidewitzka, der wird sich gefreut haben. Super. Auf der linken Seite, hier unten in dem Bereich, sieht man, wie viel Schaden er gemacht hat, der aufgeklärt wurde. Das heißt, der Schaden kann sich in anderen Dimensionen bewegen. Es muss nicht unbedingt der Schaden sein, der es am Ende wirklich geworden ist. Deswegen sage ich immer nur vorläufige Schaden oder offizieller Schaden. Ja, haben wir einen raus hier. Den zum Beispiel hat man nicht gesehen. Schaden nach Betäubung 390, das heißt die andere Artillerie, nicht die andere Artillerie, ein anderer Panzer hat da nochmal abgeräumt. Für Artifahrer ist die Karte wirklich exzellent geeignet. Macht nicht nur sehr viel Spaß. Oh, er hat nur noch 915 AP. Und die hat da eine 990. 416 Schaden. Okay, wir sind bei 1193 Schaden offiziell. Das Schild hier hinten wird normalerweise bei der Feuerstellung hinten reingelassen, damit beim Rückstoß das Fahrzeug nicht nach hinten rutscht, sondern quasi blockiert bleibt. Ist schon eine richtig geile Kiste. Bin nicht so der Artifahrer, ihr wisst es selber. Da können wir eine oder zwei Kanonen rausnehmen. Okay, eine Kanone können wir rausnehmen noch. Haben wir den Blind da rein? Ich glaube nicht. Batcher 12 Tonnen macht er auf der Seite. Ein bisschen Druck. Es wird kurz angepinkt, wo man hinzielt und dass man feuerbereit ist. Das macht man standardmäßig mit T. Kann man natürlich umstellen. Da ist er. Der dürfte raus sein. Objekt 263. Verabschiedet sich direkt in die Werkstatt. So. Ein Kill haben wir auf der Uhr. 1351 Schaden offiziell. Dürfte natürlich ein bisschen mehr sein. Und wir machen das, was wir am besten machen sollten. Wir entfernen uns da ein bisschen von unserer Feuerstellung. Wir schalten um auf die Premium-Munition. Alle welchen Ziele sind ein grandioses Ziel für uns. Das heißt, Objekt 705 ist nicht unbedingt unsere erste Wahl. Mauerbrecher ES3 auch nicht. Sind zwar relativ langsam und machen dementsprechend am meisten Spaß, wenn man auf sie schießt. Aber es macht halt nicht immer Sinn, auf schwere Panzer zu zielen, wenn es da weiche Ziele gibt, wo man leichter durchkommt, wo man mehr Schaden macht, beziehungsweise jemand rausnehmen kann. Ist auf jeden Fall sinnvoll, dann eher auf eine Lorraine zu schießen mit 40 Tonnen, die leichter zu durchschlagen ist. Ein Rheinmetall-Borsig Waffenträger, ein Panther, ein Progetto, ein Mutz.
Die machen. Und natürlich die Artillerie, die gegnerische, macht auf jeden Fall mehr Sinn. Was ihr gerade gesehen habt, der bewegt sich in der Feuerstellung immer ein Stückchen in der Seite. Okay, das ist ein Mauerbrecher. Auf den würde ich jetzt allerdings auch schießen. Denn der ist da oben wahrscheinlich eher ein Problem. Und kein anderes Ziel ist offen. Dürfte noch da stehen. Wir ziehen uns ein bisschen zurück. Bewegen uns also. Denn die gegnerische Artillerie kann unseren Schuss aufklären. So, das ist der Panther 88. Wenn der mal rausfährt, besteht die Möglichkeit, dass eventuell die Lorraine alles abräumt, was er aufgemacht hat und sich ebenfalls aus der Deckung bewegt. Dementsprechend sind wir da drüben am besten eingezählt. Der Busch zum Beispiel ist ein ziemliches Problem. Da kann man sich gut verstecken. Der hier drüben ebenfalls und hier oben der Bereich. So ein bisschen Kartenkunde. So, WZ-120 1FT kommt dann in die richtige Richtung. Der tut weh. Kritischer Schaden, 344 Schaden. Und zweimal kritisch, das heißt eine Kette und eine Kanone wahrscheinlich. Hügel wird aktuell ein bisschen in Ruhe gelassen. Stehen ein paar schwere Panzer. Keiner ist bereit, da irgendwie aufzumachen. T10 wäre an der E-zu-F-Linie. Ist auch One-Shot für dich, wenn du richtig triffst. Der fährt vor. Blind einen raushauen, könnte man machen. Super! Und er hat noch nicht mehr getroffen. Na, der ist daneben eingeschlagen, dahinter. Aber hat gereicht, 12 Schaden. Vollkommen genug, wir sind beim Kill Nummer 2, wir sind bei 1695 Schaden. So viel Spaß habe ich mit der Artillerie nie, ne? Muss ich mal dazu sagen. Allerdings bin ich im Punkt der Artillerie absolute Katastrophe. So, 7 zu 9 steht's, nicht so schlecht. Lorraine 40 dann raus. Auch raus, jawohl. Gucken, was die IS-3 dazu sagt. Ah, nix. Nicht gestorben. Ich glaube, wir aimen uns da oben eher auf dem Hügel ein, weil wenn wir den los sind, dann wird es schwer. Da ist Objekt 705. Noch nicht ganz so schlimm wie das 705A. Das ist dann dazwischen schießen, bringt recht wenig. Er hat gedacht, wir rushen. Oder er wird gerusht. Boom, Volltreffer, 401 Schaden. Na, das wird wehtun. Alter Schwede. So ist es richtig. 2096 Schaden haben ausgeteilt. Offiziell. Und 1060 Unterstützungsschaden dürfte ein bisschen mehr sein. Schauen wir dann, wie gesagt, nachher. Wenn du das Video siehst, bitte einmal kurz reinschreiben, was du drin verbaut hast. Ich tippe auf den Ansetzer, das ist Standard. Und ein Waffenrichtantrieb ist ebenfalls Standard. Was ist noch drin, bitte, wenn du Zeit hast, ganz kurz dazu schreiben, wird vielleicht den einen oder anderen interessieren. Der möchte unbedingt raushören. Sind beide ein Problem, aber wir nehmen natürlich eher den 705 raus, denn der ist von der Kanone her deutlich gefährlicher als der Mauerbrecher und auch schwieriger rauszunehmen. So, IS-3 hat immer noch 55 HP übrig, das heißt, wir haben die ein bisschen dezimiert, aber nicht genug. Da wird wieder angezeigt, wie lange wir noch einzielen, wie lange wir noch nachladen und wohin wir einzielen. Irgendjemand befindet sich in unserem, beziehungsweise im gegnerischen Cap oder im neutralen Cap. Das war nix. Ah, der Italiener mal. Jawohl, 439 Schelle und der Progetto geht direkt in die Werkstatt. Kill Nummer 4, 2600 Schaden. Vorläufig. So, da war ein Waffenträger. Der dürfte gleich den WZ daraus nehmen, wenn er es richtig anstellt. Nee, macht er nicht. So, da ist noch ein Mutz und da unten haben wir ihn und die Artillerie. Also bisher wirklich exzellent gespielt. Position wird nicht mehr verschoben. Sehr schön.
Unterstützungsschaden mit eingestriffen, 2707 Schaden ausgeteilt. Gehen wir davon aus, bevor die anderen da unten alle sind, werden wir wieder nachgeladen haben. Es wird ein Zug gebildet mit dem Sentry. Es hat beide 4 Kills, gibt nachher einen extra Orden. So ist es fein. Wichtig ist, dass der WZ am Leben bleibt. Und das könnte ein Problem sein, denn die M53, 55 wissen genau, was die für Schellen schlägt. Und der WZ ist, wie gesagt, da ist nicht mehr viel übrig von. Da ist sie. Okay, hat er einmal frei gemacht. Zusammen 9 Kills in einem Zug. 2707 Schaden. 1426 Unterstützungsschaden. Wir schauen mal, was es dann am Ende wirklich geworden ist. Natürlich als allererstes ein kleines hübsches Foto. So hat das Ding ausgesehen. Da ist es auch mit dem Schild. Ich hoffe, wir finden irgendwo ein Foto, wo das Ding richtig im Boden ist, da hinten. Einfach mit dem Rückstoß ein bisschen abzufedern. Dafür ist das da. So, Brothers in Arms haben wir dafür bekommen. Fürs Zugbilden eine Gore-Medaille. Sehr schön. Ein Fighter, ein Schläger und ein hübsches M. Natürlich. 1, 2, 3, 4 Kills. Alle fein gestunt. 3948 Schaden. Das ist deutlich mehr gewesen als das, was er wirklich angezeigt hat. Dann schauen wir mal hier rein. 66 direkte Treffer und direkte Durchschläge. 7x Splash Damage. Ist auf jeden Fall gut. Richtig gute Runde. 9x gestunt. Okay. 12 Schüsse abgefeuert, 6 getroffen, 6 zerschlagen. Wie gesagt, 53.700 nehmen wir ein. Dadurch, dass wir die Premium-Munition verschossen haben, sind 71.000 nur für Munition draufgegangen. Das ist ziemlich viel. Bleiben wir in der 37.000 Miese auf dem Konto. Und dafür hat die Runde Spaß gemacht. Dafür kann man sich auf jeden Fall über das schöne Replay dann freuen, das man bei mir auf dem Kanal findet, Leute. Wenn es euch gefallen hat, genauso gut wie mir, dann bitte fleißig draufklicken, ein Like da lassen, ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.